Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft, ins neue Jahr und schauen uns an, welche Bücher ich für den Januar 2019 spannend finde. Und es ist echt irre, dass wir uns jetzt schon im Grunde dem neuen Jahr widmen. Und ich habe 6 spannende Bücher gefunden, beziehungsweise sind es eigentlich theoretisch nur 5, weil ein Buch eine Wiederauflage ist von einem bereits bestehenden Buch, was ich auch schon auf dem Sub habe, beziehungsweise auf meinem E-Book-Reader, dort im Grunde schon seiner ganzen geraumen Zeit liegt. Ja, wir fangen, finde ich, direkt an. Also es sind 6 Bücher und das erste Buch erscheint am 14. Januar und ist Triumph und Fall von Jeffrey Archer. Und das ist auch schon direkt das Buch, was im Grunde eine Wiederauflage ist, denn das Buch erschien bereits unter dem Titel Der Aufstieg. Ich finde ganz gut, dass man hier im Klappentext direkt sieht, dass es im Grunde ein Buch ist, das es schon einmal gibt. Es ist wohl jetzt tatsächlich mehrfach geplant. Ich glaube, es folgen auch noch 2 weitere Bücher von Jeffrey Archer, seine Bücher, die doch schon ein bisschen älter sind, einfach in neuer Auflage herauszubringen. Finde ich eigentlich ganz schön. Wichtig ist einfach nur, dass es allen Jeffrey Archer-Fans klar ist, dass das hier eine Neuauflage ist, weil sonst ist es schon ein bisschen verwirrend, wenn man das nicht herausfindet, wie es ja auch bei Dan Simmons jetzt zum Beispiel ist mit Elm Haven, wo man nicht so richtig weiß, oh, das war also schon mal ein Buch, was da war. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber um was geht's bei Jeffrey Archer? Im Londoner East End verkauft der junge Charlie Obst und Gemüse auf der Straße. In sehr ärmlichen Verhältnissen lebend, träumt er davon, einmal das größte Kaufhaus der Welt zu besitzen. Aber die Zeiten sind hart und der Erste Weltkrieg reißt Charlie zunächst aus seinen Träumen. Doch auch die schlimmsten Feinde und Widerstände, selbst eine große tragische Liebe, können ihn nicht aufhalten. In seinem großen Epos schildert Jeffrey Archer den Weg seines Helden über mehrere Jahrzehnte aus den finsteren Gassen Whitechapels in die Welt der Reichen und Mächtigen und seinen Kampf, sich hier zu behaupten und gleichzeitig aufrecht zu bleiben. Das klingt nach einer absoluten Jeffrey Archer-Geschichte, wie wir sie ja schon aus der Clifton-Saga und auch anderen Büchern kennen. Und das hatte mich damals, als ich mit der Clifton-Saga angefangen habe, auch sehr, sehr interessiert. Und so ist dieses Buch als E-Book im Grunde schon bei mir eingezogen, weswegen es jetzt für mich kein Neuerscheinungsbuch sein wird, was auch in den Neuzugängen auftaucht, einfach weil ich das Buch in alter Form schon habe. Vielleicht denke ich mal darüber nach, mal zu gucken, ob es Unterschiede geben wird. Vielleicht lese ich da dann auch mal die ein oder andere Rezension dazu durch, insofern es sich jemand findet, der beide Bücher kennt und liest. Aber ja, die Geschichte klingt spannend, sie klingt nach Jeffrey Archer. Und wenn jemand jahrzehntelange Geschichten, Epos schreiben kann, dann ist es für mich wirklich Jeffrey Archer. Eine Entdeckung des Jahres. Und gerade mit der Clifton-Saga, die fand ich ja wirklich mehr als großartig, wirklich auch ein Jahreshighlight. Und begleitet mich dieser Autor wohl auf jeden Fall noch einige Zeit. Am gleichen Tag, dem 14. Januar, erscheint von Jack Heath Blake. Ein Buch, was, wenn ich mich richtig erinnere, uns letztes Jahr schon auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt wurde. Und was mich da auch schon direkt interessiert hatte. Denn wir sind in Amerika, Gegenwart. Timothy Blake ist ein genialer Profiler und steht als inoffizieller FBI-Mitarbeiter auf keiner Gehaltsliste. Er hat nämlich ein geheimes Laster und wird nicht mit Geld entlohnt, sondern mit etwas, das seine dunklen Triebe befriedigt. Als Blake mit seiner neuen Partnerin Special Agent Reese Tistle eine heikle Geldübergabe einfädelt, geht die Sache schief. In einem gestohlenen Wagen finden sie eine Schaufensterpuppe mit einer menschlichen Niere darin. Blake, der sein finsteres Geheimnis sorgsam hüten muss, gerät unter Verdacht. Und man ahnt jetzt schon ein bisschen, welches dunkle Geheimnis unser Blake haben könnte. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin nicht der große Krimi-Leser oder auch mit so FBI-Dingen bin ich jetzt nicht so der größte Fan. Aber hier hat mich eben das dunkle Geheimnis so angesprochen und auch, was wir so ein bisschen an Zusatzinfos zu diesem Buch bekommen haben. Und ich bin einfach total gespannt, was es hier so auf sich hat, was es mit dieser Puppe auf sich hat, wo eine Niere drin ist. Und ja, es klingt halt schon so ein bisschen Krimi, Thriller, FBI-mäßig und das mag ich durchaus immer mal wieder gerne. Man muss natürlich so ein bisschen Stimmung dafür sein, aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich sehr spannend finde. Sonst wäre sie jetzt natürlich auch gar nicht hier in diesem Video.
Das nächste Buch erscheint am 23. Januar und ist von Shannon Maguire. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Und zwar Der Atem einer anderen Welt. Und auch dieses Buch habe ich schon vor einiger Zeit meiner Wunschliste hinzugefügt und gucke natürlich immer, bevor der Monat kommt, meine Neuzugänge, also Neuerscheinungsliste durch. Was spricht mich noch an? An was kann ich mich erinnern? Und auch nur diese Bücher bleiben dann gefühlt auf der Wunschliste und landen dann auch in diesem Video. Und dieses Buch hat alle weiteren Abfragen immer wieder überstanden, weil ich einfach den Klappentext so spannend finde. Denn er ist auch ausgezeichnet mit dem Hugo Award, dem Nebula Award und dem Locus Award. Was mir jetzt gefühlt, bis auf der Hugo Award, alle anderen nicht so viel sagen, aber man merkt schon, hier ist ein Buch, was irgendwie den Zeitgeist wohl sehr berührt und getroffen hat. Denn es heißt so schön, für alle, die ihr Herz an einer anderen Welt verloren haben. Die mehrfach preisgekrönte Fantasy-Novelle von Shannon Maguire, Every Heart a Doorway, zusammen mit den beiden Folgebänden, endlich auf Deutsch. Also es wird dann wohl eine Trilogie. Kinder und Jugendliche sind zu allen Zeiten in Kaninchenlöcher gefallen, durch alter Kleiderschränke ins Zauberland vorgestoßen oder auf einer Dampflok in magische Welten gereist. Aber was geschieht eigentlich mit denen, die zurückkommen? Mit Nancy, die Hallen der Toten besucht hat und den Rest ihres Lebens am liebsten still wie eine Statue verbringen würde. Und mit Christopher, dem Jungen mit der Knochenflöte, der die Toten für sich tanzen lassen kann. Sumi, die das Chaos braucht wie die Luft zum Atmen, weil sie aus einer Unsinnswelt kommt. Oder Jack und Jill, die mit Vampiren und Wissenschaftler unter einem blutig roten Mond aufgewachsen sind. Als sie sich in Eleanor Wests Haus für Kinder auf Abwägen treffen, ahnen sie nicht, dass ihnen ihr größtes Abenteuer noch bevorsteht. Ein Buch für alle Fans von Ransom Riggs, C.S. Lewis und Philip Pullman. Das klingt geil. Also ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe das so gelesen und dachte mir, wie gern wäre ich auch ein Kind dann in diesem Haus, denn wie oft hat man durch Alice im Wunderland, ist man da durchgefallen? Wie oft sind wir mit Atreo auf Fuchur geritten? Wie oft war ich in Mittelerde, im Auenland? Wie oft waren wir schon in Hogwarts und all diese Geschichten? Und wenn wir da einen Teil davon mitnehmen könnten in unser echtes Leben, was wir ja alle tun, aber das klingt so cool. Ich bin da so total gespannt, wie diese Idee sich weiterspinnt, wie diese Kinder zurück aus der Geschichte kamen und was es dann auch mit diesem Haus auf sich hat, mit diesen neuen Aufgaben. Und ich bin total neugierig. Ich freue mich auf dieses Buch und bin mega gespannt, ob es das halten kann, was es verspricht und ob es uns auch, wenn es ein Jugendbuch ist, trotzdem uns als Erwachsene auch begeistern und packen kann. Und ich bin da sehr, sehr gespannt. So auch auf das nächste Buch, was ja, ich glaube, vor 2 Jahren sehr umstritten war. Und zwar der erste Band von Rat der Neuen von Veronica Roth. Denn es erscheint jetzt am 28. Januar der zweite Teil Gegen das Schicksal. Und ich war ja eine gefühlt der wenigen, die den ersten Teil absolut gefeiert hat. Es hat eine Weile gebraucht, um in diese Science-Fiction-High-Fantasy-Welt einzutauchen, um mit den verschiedenen Charakteren zurechtzukommen, dieser Welt sich irgendwie damit verbinden zu können. Aber als es dann soweit war, habe ich das, glaube ich, total weggesuchtet. Ich konnte es nicht mehr weglegen. Und ich habe mir den ersten Teil jetzt als Hörbuch geholt und werde ihn auf jeden Fall vor dem zweiten Teil nochmal hören. Ich werde den ersten Teil rehören, also noch einmal hören. Zum Lesen, glaube ich einfach, würde ich die Zeit nicht finden. Zum Hören, diese Zeit nehme ich mir gefühlt einfach nochmal eher. Ich weiß nicht. Ich habe auch damit geliebäugelt, das Buch einfach nochmal zu lesen, werde aber einfach zum Hörbuch greifen und diese Geschichte mir nochmal anhören. Denn ich möchte nochmal in diese Welt eintauchen, bevor es dann in den zweiten Teil geht. Natürlich kann man jetzt gefühlt gar nicht so viel zum zweiten Teil erzählen, weil man vielleicht den ersten Teil spoilert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht in den Klappentext des zweiten Teils gelesen. Mir hat die Überschrift gereicht, er würde für sie sterben, sie würde für ihn töten. Und da waren für
für mich eigentlich schon klar, das musst du auf jeden Fall lesen. Also ich bin mega, mega gespannt auf den zweiten Teil. Ich bin total neugierig, was Veronica Ross hier zaubern wird. Ich fand ja die Bestimmung, das ist ja die gleiche Autorin, da habe ich ja den ersten Teil absolut gefeiert. Der zweite Teil war schon okay und der dritte Teil war ja gar nicht meins. Allerdings muss ich sagen, habe ich mich jetzt mit einem lieben Freund unterhalten, der mir so zwei, drei Gedanken zu dieser Geschichte mitgegeben hat. Und ich dann schon so dachte, Mensch, eigentlich müsste man es mit diesem Wissen, dieser Gedanken, einfach nochmal rereaden. Und so steht tatsächlich die Reihe, die Bestimmung bei mir 2019 auf der Reread-Liste. Und ich, mal gucken. Also, ich habe es vor und ich glaube, ich würde tatsächlich gerne eintauchen. Denn für mich kann Veronica Ross schreiben. Sie kann Welten entstehen lassen und sie hat das auch wirklich bei Rat der Neuen gekonnt. Mit dieser Mischung aus Science-Fiction, High-Fantasy, Dystopie und diese tiefgreifenden Charaktere, die, das war einfach gigantisch. Also ich fand das wirklich toll. Und ich habe noch so ein gigantisches Gefühl, wenn ich an dieses Buch denke. Und ich glaube, es war auch 2017. Ja, war es für mich auch ein Jahreshighlight. Ich weiß, viele haben es gehasst, konnten damit überhaupt nichts anfangen, was ich durchaus an mancher Kritik auch verstehen konnte. Aber ich fand es eben einfach toll und ich freue mich auf den zweiten Teil und genug geschwärmt. Wir werden sehen, wie der zweite Teil sein wird. Dann kommt ein neues Buch von Mary Lou heraus und zwar Batman Nightwalker. Und das ist das dritte Buch, soweit ich jetzt weiß, aus dieser DC-Reihe, die ja mit Wonder Woman begonnen ist. Dann kam, glaube ich, Catwoman und jetzt kommt Batman. Und es fehlt aber, glaube ich, noch ein vierter Teil, an den ich mich gefühlt schon wieder nicht mehr so richtig erinnere. Denn wir haben hier einen Action-Thriller von Bestseller-Autorin Mary Lou, die ich ja absolut gefeiert habe bei Young Elites und auch bei Warcross, nein, Wildcard. Also, den ersten Teil, da fällt mir ein, den zweiten habe ich schon auf Englisch hier. Sollte ich wohl demnächst mal lesen, was ich ja großartig fand. Legend steht auf jeden Fall noch auf der Wunschliste, muss unbedingt auch mal noch von mir gelesen werden. Aber hier geht es um Batman und Batman ist ja mein absoluter Lieblingscharakter in der DC-World, beziehungsweise überhaupt, was Superhelden in irgendeiner Art und Weise angeht, ist eigentlich Batman der, den ich immer wieder verfolge, den ich in Comicform mochte, den ich im Zeichentrick toll fand, den ich, ach, keine Ahnung, immer grandios finde. Er wird nicht immer gut gespielt. Dazu muss man leider zum Beispiel auch George Clooney zählen. Oh, wie schrecklich. Aber der perfekte Batman ist für mich halt einfach auch Christian Bale. Und ja, ich freue mich sehr auf Nightwalker. Denn es geht darum, der junge Millionenerbe Bruce Wayne jagt in seinem Sportwagen eigenmächtig einem Polizeiflüchtigen hinterher. Der Täter kann gefasst werden. Er ist Mitglied der Nightwalker, die in Bruce Heimatstadt Gotham City vor allem die reiche Elite terrorisieren. Bruce jedoch wird wegen Missachtung polizeilicher Anordnung zu Sozialstunden verurteilt und zwar ausgerechnet im Hochsicherheitstrakt des örtlichen Gefängnisses. Dort trifft er auf Madeleine, ebenfalls Mitglied der Nightwalker, die seit Wochen jegliche Aussage verweigert. Bruce hingegen scheint sie zu vertrauen. Sie warnt ihn, dass er als Nächster auf der Liste der Nightwalker steht. Doch welche Rolle spielt sie selbst dabei? Und ja, das klingt spannend, das klingt aufregend, das klingt mal nach was anderem und es klingt trotzdem typisch nach Batman und nach Gotham City und wir werden ja hier wahrscheinlich im Arkansas sein und bin so gespannt und ich glaube, wenn eine das schreiben kann, dann ist das Mary Lou. Also einfach etwas zu nehmen, was es schon gibt und so das eigene Ding draus zu machen und darauf freue ich mich wirklich sehr. Und dann das letzte Buch des Monats, was dann auch am letzten Tag, am 31. Januar erscheint, ist das neue Buch von Mary E. Pearson. Ich war ja bin ein großer Fan der Kuss der Lüge-Reihe, der Chroniken der Verbliebenen. Ich habe diese vier Bücher geliebt. Es ist für mich eine absolute Highlight-Reihe. Ich fand die großartig, ich fand die toll geschrieben und ich freue mich, dass eine neue Reihe der Autorin kommt und zwar die Chroniken der Hoffnung. Und der erste Teil heißt Der Klang der Täuschung und das klingt allein schon so großartig. Ich freue mich sehr auf diese neue Reihe. Ich konnte noch nicht herausfinden, ob das eine Trilogie ist oder auch wieder eine vierteilige Reihe wird. Ich habe auch noch nicht geguckt, ob im Englischen alle Bücher da sind. Dann würde man ja anhand des dritten Teils wissen, ob wieder irgendwas gesplittet wird, wie es ja bei Kuss der Lüge dann im dritten, vierten Teil im Grunde der Fall war. Es klingt hier aber wieder mega spannend. Denn es geht um Casey.
Sie ist auf den Straßen Wendas groß geworden und schlägt sich als Taschendiebin durch. Doch als eines Tages Königin Lia persönlich auf sie aufmerksam wird, ändert sich ihr Leben schlagartig. Von nun an ist Kasi ein Rattan und gehört der königlichen Leibgarde an. Sie erhält den Auftrag, die Verräter ausfindig zu machen, die für den großen Krieg verantwortlich sind. Vermutlich haben sie bei einem feindlichen Rebellenvolk an der Landesgrenze Zuflucht gefunden. Doch als Kasi dort eintrifft und den jungen Anführer Jace kennenlernt, bringen Gefühle ihre Pläne durcheinander. Dennoch, wenn ihr Kopf weiß, dass der Mann ihr Feind ist, so kann sich ihr Herz nicht gegen ihn wehren. Und ja, es erinnert so ein bisschen vom Grundgedanken wohl schon auch ein bisschen an Kuss der Lüge. Dieses, eigentlich habe ich da einen Feind, der aber dann doch irgendwie mein Herz höher schlagen lässt. Aber Kuss der Lüge war einfach so viel mehr als der Klappentext. Und das erwarte ich hier eben auch einfach. Ich bin so, so gespannt auf dieses Buch, auf diese Geschichte, auf diese Reihe. Und ich hoffe, dass mich Mary E. Pearson einfach wieder packen und begeistern kann und freue mich da einfach sehr drauf. So, das waren die 6 Bücher für den Januar. Man sieht schon, es wird ein spannender Monat, der mich auch noch dazu bringen wird, etwas zu rereaden, auf was ich mich aber mega freue. Also ich muss mich da im Januar tatsächlich ranhalten, dann dieses Hörbuch zu hören. Ich bin aber mega, mega gespannt und hoffe, dass ich den zweiten Teil dann auch feiern werde. Vielleicht könnte man den dann tatsächlich auch direkt hören. Müssen wir mal gucken, ob der als Hörbuch herauskommen wird. Ich freue mich drauf. Ich bin natürlich mega gespannt, welche Bücher ihr euch im neuen Jahr freut, welche Bücher, die ihr spannend findet, erscheinen jetzt im Januar. Welches der genannten Bücher hat euch vielleicht angesprochen? Freut ihr euch auf den zweiten Teil von Rat der Neuen oder auf die neue Reihe von Mary E. Pearson? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Alle Infos zu den Büchern findet ihr natürlich unten in der Infobox. Schaut da also einfach mal vorbei und ich freue mich einfach mega auf den Januar, auf die Bücher und bin total gespannt, wie sie mir dann auch gefallen werden. Und ich bin einfach gespannt. Und ich hoffe, wie es Laura Newman immer so schön sagt, ihr seid es dann auch. Neuerscheinungen sind immer, ich mag das unglaublich gerne. Ich liebe es, so in den Verlagsvorschauen zu gucken. Was spricht mich an? Welches Cover ist toll? Interessiert mich dann der Klappentext? Wo liest man vielleicht erst den Klappentext und wird dann auf den Rest aufmerksam? Wenn man dann auch Autoren auf Listen hat, denen man so ein bisschen folgt und ach, das ist einfach großartig. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ihr euch freut, was euch jetzt irgendwie angesprochen habt. Ich bin da mega gespannt. Lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.